Ja, servus liebe Kampfkunstfreunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem kleinen Videotutorial über Eskrima Drills für Anfänger. Mein Name ist Sifu Guido Kämmerling, ich leite die WTKEMA Kampfkunstschule in Langerwehe und zeige euch heute mal, was ihr als Anfänger im Eskrima an Drills und Drehbewegungen üben könnt. Zu den Begrifflichkeiten, das ist der Normalgriff, das ist der invertierte Griff, das ist die lange Seite und das ist die kurze Seite. Gut, steigen wir mal ein. Aus der normalen Grundkampfstellung trainiere ich erstmal als Anfänger die Vorwärtsbewegung. Das heißt, ich gebe dem Stock einen Impuls nach vorne, meine Handfläche öffnet sich, der Daumen hält den Stock fest und durch die Energie kommt der Stock vorne wieder zurück. Ja, ich lasse ihn also richtig schön fließen. Hand öffnen, Hand schließen, Hand öffnen, Hand schließen. Ja? Vorwärtsbewegung. Dem schließt sich die Rückwärtsbewegung an. Ich mache dieselbe Bewegung rückwärts. Ja? Und kann sie dann mit der Vorwärtsbewegung natürlich schön kombinieren. Ich kann auch doppelt vorwärts drehen. Ja? Rückwärts, doppelt vorwärts drehen. Schon habe ich eine kleine Kombination, die ich trainieren kann. Nach den Vorwärts- und Rückwärtsdrehen kommt die Achterbewegung. Das heißt, ich bewege den Stock vor meinem Körper in einer liegenden Acht, was eigentlich aufgelöst eine Vorwärtsbewegung hierhin ist und eine Rückwärtsbewegung hierhin. Vorwärtsbewegung und in der Rückwärtsbewegung öffne ich wieder meine Hand und schließe sie wieder und kann dann also sehr schöne Achterbewegungen drehen. Ja? Selbstverständlich könnte ich die auch umgekehrt machen. Ja, dann fließt es aber wegen der Anatomie der Arme nicht ganz so gut. So kann ich in flüssige Acht drehen. Und dann kann ich schon das eine mit dem anderen kombinieren. Rückwärts, vorwärts, eine Acht. Rückwärts, vorwärts und eine Acht drehen. Nach dem Achterdrehen trainieren die Anfänger das Übernehmen des Stockes in den anderen Arm. Natürlich könnte ich sehr schnell den Stock einfach in die andere Hand nehmen, ja, und so den Arm wechseln. Aber wir wollen ja auch eine Kampfkunst betreiben. Es sollte schon etwas kunstvoller sein. So kann ich also durch eine solche Bewegung, nämlich das Übernehmen am langen Stock und das Übernehmen den Stock auf die andere Seite bringen. Aus der Achterbewegung übernehme ich den Stock auf der langen Seite, führe ihn runter und habe ihn in der Normalposition in der anderen Hand. Ja, und dann kann ich hier drehen. Vorwärts, rückwärts, acht, übernehmen, acht, übernehmen, rückwärts drehen, übernehmen, acht und stehen. Das Übernehmen auf den anderen Arm kann ich natürlich auch anders gestalten. Ich kann solche Bewegungen machen, ja. Aus der Rückwärtsbewegung den Stock hinter den Körper führen und ihn dann mit der anderen Hand unten übernehmen. Und dann zum Beispiel einen Schlag nach oben ausführen. Ja? Aus der Rückwärtsbewegung kann ich den Stock übernehmen. Es gibt aber noch weitere Arten des Übernehmens. Beispielsweise, dass ich aus der Acht heraus nicht am langen Arm, sondern an der kurzen Seite übernehme. Ich kann also fließen lassen und in die Fließbewegung dann die andere Hand mit einführen. So, in die Fließbewegung kann ich mit der anderen Hand den Stock übernehmen. Kurze Seite. Kurze Seite. Ja. Lange Seite. Kurze Seite. Ich kann die lange Seite aber auch nicht normal übernehmen, sondern invertiert übernehmen. Ja, aus der Achterbewegung invertiert übernehmen und habe den Stock dann in einer solchen invertierten Position, das ist die Normalposition, invertierte Position. Solche Positionen kennen wir auch aus anderen Kampfsport- bzw. Stockkampfsystemen, womit ich blocken oder stechen kann. Ich kann mir das zunutze machen, invertiert übernehmen und dann kann ich die Acht
mit dem invertierten Stock durchführen. Normale 8, Vorwärtsbewegung, invertiert und quasi die 8 in der invertierten Position. In der invertierten Position kann ich wiederum den Stock normal übernehmen, nämlich invertiert und das kurze Ende normal greifen und bin wieder in der normalen 8, also invertiert, aus der invertierten Bewegung fließend übernehmen in den Normalgriff. Ich kann die invertierte 8 aber natürlich auch wieder invertiert kurzes Ende übernehmen und bin dann eben auf dieser Seite und kann wieder invertiert übernehmen oder normal übernehmen. Und letztlich kann ich noch aus der invertierten Achterbewegung den Stock über mein Handgelenk führen und ihn hier wieder normal übernehmen. Ja, ich zeige es nochmal. Invertierte 8 lasse ich hier drüber wandern und kann ihn normal übernehmen. Invertiert, normal übernehmen. Invertiert, durch diese Fließbewegung kommt der Stock über mein Handgelenk und kann hier ganz normal gegriffen werden. Ich habe also jetzt schon mehrere Möglichkeiten des Drehens vorwärts, rückwärts, die normale 8, das normale Übernehmen, gegriffen am langen Ende, langes Ende, langes Ende oder kurzes Ende. Ja, ich drehe die 8 und übernehme normal am kurzen Ende. Am kurzen Ende. Ich kann aber auch invertiert übernehmen und führe den Stock dann invertiert und kann aus der Invertierung entweder normal greifen, invertiert greifen oder hier rüber greifen. Ja? Und das kann ich alles schön miteinander kombinieren in fließenden Bewegungen. Das invertierte Greifen kann ich aus der 8 aber auch nicht aus der Vorwärtsbewegung, sondern aus der Rückwärtsbewegung übernehmen. Nämlich in der Rückwärtsbewegung das kurze Ende übernehmen. Schon bin ich im invertierten Bereich. Ich zeige es nochmal. Aus der Achterbewegung, Rückwärtsbewegung, übernehmen, invertierter Bereich. Invertiert, normaler Bereich. Noch einmal, aus der Achterbewegung, kurzes Ende, übernehmen, invertiert, blocken, stechen, da komme ich gleich zu, übernehmen, die 8 drehen und dann kann ich es mir aussuchen, ob ich normal greife, weiter, invertiert greife, invertiert weiter oder ob ich das lange Ende übernehme, greife und stehe. Und so habe ich schon relativ einfache Möglichkeiten, wie ich mein Drehen kombinieren kann und wie ich das üben kann. Nach dem Drehen kommt das Schlagen. Es gibt ein paar Grundtechniken, nämlich die ganz klassischen Schläge von außen nach außen. Bei uns werden die nummeriert bzw. ihnen Buchstaben gegeben. C-Schlag, D-Schlag, E-Schlag, F-Schlag, H-Schlag, G-Schlag. Und so kann ich in mein Drehen mit der 8, mit dem Übernehmen meine Schläge einbauen. Schlag von oben, von rechts, von links, Mitte, nach oben, zur Seite. Aus dem Kali gibt es noch längere Bewegungen, die über den Kopf gezogen sind. Die kann ich dann schlagen, C mit der anderen Hand, ja, übernehmen, schlagen, tief runterschlagen, hochschlagen. Von unten wieder hochschlagen und selbstverständlich kann ich auch stechen mit der langen Seite, von außen, nach außen, mit der kurzen Seite nach innen. Und so habe ich schon viele Möglichkeiten, das sind ja mindestens jetzt geschätzt 10 Möglichkeiten, die ich sehr gut miteinander kombinieren kann.
Und wenn ich jetzt noch ein paar grundlegende Abwehrtechniken mit reinbringe, Pakquan, Fokquan, Dachblock, Chamquan, Kauquan oder was haben wir noch? Ja, Dachblock schräg, Dachblock hier, dann kann ich alles miteinander kombinieren. Drehen, schlagen, abwehren, schlagen, drehen, übernehmen, übernehmen, schlagen, nach oben, nach innen, nach außen, stechen, stechen, wieder übernehmen, invertiert übernehmen. Das Invertierte zur Wiederholung, invertiert übernehmen, normal übernehmen oder an der langen Seite den Stock quasi laufen lassen. So, das waren mal erste Übungen für euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr die Dinge langsam sehen wollt, wiederholt das Video und stellt die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend runter. Dann könnt ihr genauer sehen, wie das funktioniert. Also, viel Spaß und dranbleiben!